Wurstproduktion bei Kumpel und Keule in Berlin. Henrik Hase legt in seiner gläsernen Metzgerei Wert auf Transparenz. Er weiß, was in die Wurst gehört. Wir zeigen ihm Fotos von Schlachtabfällen. Ein Informant aus der Fleischbranche behauptet, dass aus Abfällen wie diesen Mittel produziert werden, die in die industrielle Wurst kommen. Knochenmehl, so Sägereste, dann gibt es irgendwie so Schwartenreste, die sehen auch schon ein bisschen älter aus, das sieht nicht mehr ganz so lecker aus. Am Tier gibt es eigentlich keine unedlen Teile, aber dann aus solchen Abfällen, die einfach entstehen, Sachen zu machen, das ist schon ziemlich eklig. Kommen tatsächlich verarbeitete Schlachtabfälle in die Wurst? Und weshalb? Das wollen wir herausfinden. Henrik Hase will uns dabei helfen. Wir gründen eine Scheinfirma, Innomeat. Der Slogan, Taste the Future. Die Firma Sonnac gilt in der Branche als gute Adresse, wenn es darum geht, Schlachtabfälle zu nutzen. Sie bietet Zusätze für die Fleischproduktion. Wir mieten ein Büro für unsere Scheinfirma an, laden einen Vertreter der Firma Sonnac ein und drehen mit versteckter Kamera. Gemeinsam mit unserem Geschäftsführer, Henrik Hase. Der Sonnac-Vertreter kommt gleich zur Sache. Wir sind ein Entsorger. Wir holen beim Schlachthof alles ab, was nicht verarbeitet werden kann. Wir verarbeiten 100%. Nichts landet bei uns in der Mülltonne. Wir machen quasi aus Scheiße Gold. Das ist ein Geschäft, mit dem macht man immer Geld. Wie sieht das denn konkret aus? Zum Beispiel werden Knochen zerkleinert und enzymatisch aufgekocht, bis der Knochen sich auflöst. Aus den Bestandteilen zieht man dann funktionelle Eiweiß heraus. Damit kriegen sie mehr Wasser in die Wurst. Aus Scheiße Gold machen mit funktionellen Eiweißen? Sonnac bietet gleich mehrere Produkte an. Eines empfiehlt der Vertreter uns besonders, Glow Boost. Das diene dazu, den hohen Wasseranteil in Fleischwaren bei einer Kontrolle zu kaschieren. Wenn Sie was zur Abdeckung des Wassers in der Wurst brauchen, ist Glow Boost genau das Richtige. Fliegt das bei der Lebensmittelkontrolle nicht auf? Klar, wenn ich weiß, wonach ich suchen will oder suchen muss, dann finde ich jedes Eiweiß. Aber der Aufwand, den ich betreiben muss, um Glow Boost zu entdecken, der ist deutlich höher. Das kann man einfach als natürliches Aroma kennzeichnen. Das wollen wir ausprobieren. Wir vereinbaren, dass der Vertreter Pulver zum Testen schickt, damit wir unsere Rheinsberger Wurstwaren strecken können. Denn wer mehr Geld verdienen will, der mischt so viel Wasser wie möglich unter das Fleisch. Durch das höhere Gewicht lässt sich die Ware teurer verkaufen. Eine billige Methode, um mit weniger Fleisch mehr Geld zu machen. Damit das Wasser nicht herausläuft und der Wasseranteil bei einer Kontrolle nicht entdeckt wird, gibt es Zusatzstoffe. Sogenannte hydrolysierte und funktionelle Proteine. Das sind aufgespaltene Eiweißketten. Die werden aus billigen Schlachtabfällen gewonnen, wie Knochen, Fettresten oder Schlachtblut. Franz Josef Voll kritisiert seit Jahren die industrielle Produktion von Wurst und Fleisch. Für uns macht er eine Wurst mit reichlich Glow-Boost-Pulver. Das wird aus Schlachtblut gewonnen. Für Voll ein ganz neues Gefühl. Ich habe mit diesem Pulver noch nie gearbeitet. Es fühlt sich auf den Händen seltsam an. Also wenn ich früher ein Auto repariert habe und hatte Altöl an den Fingern, war das Empfinden gleich. Man sieht auch, wie die Haut glänzt. Aber vom Gefühl her muss ich sagen, so hat sich Wurstmasse bei mir noch nie angefühlt. Fällt das bei der Lebensmittelkontrolle nicht auf? Davon haben die Fleischer 100.000 Jahre geträumt. Ich schütte Wasser rein, so viel wie ich will. Und das Amt findet es nicht. Das heißt also, wenn dieses Pulver im Gaschromatographen verbrennt, sagt es, ich bin Fleisch, obwohl es gar kein Fleisch ist. Ist das möglich? Die staatliche Lebensmittelkontrolle kann Betrug mit undeklariertem Wasser im Fleisch nicht feststellen? Wir fragen nach beim Bundesamt für Verbraucherschutz. Das verweist an das staatliche Max-Rubner-Institut. Dort forscht man seit 2014 an Nachweismethoden und erklärt uns: Um zweifelsfreie Nachweise sicherzustellen, sind noch weitere Arbeiten notwendig. Daher sind diese Methoden noch nicht in der Lebensmittelkontrolle im Einsatz. Noch müssen die Kontrolleure also vor Panschern kapitulieren. Und auch die Verbraucher haben keine Chance, selbst wenn Pulver aus Schlachtblut deklariert wird. Denn Glow Boost heißt auf dem Etikett oft anders.
Der Hersteller Sonac lässt uns auf Nachfrage wissen, das Pulver darf, ganz legal, als Aroma oder Würze deklariert werden, denn Globus besitzt viele Proteine, ein wertvoller Nährstoff, und es sorgt für einen fleischigen Geschmack. Geschmack ist wichtig bei Lebensmitteln und der Zusatz von Globus macht ein Fleischprodukt attraktiver. Sonac hat Industrievertreter aus aller Welt eingeladen, auch uns. Als vermeintliche Neulinge am Markt dürfen wir sogar offen mit dem Tablet filmen. So gelingt uns mit unserer Scheinfirma ein exklusiver Blick hinter die Kulissen der Fleischpanscher. Das sind unsere Produkte. Die Proteine sind aus Kollagen und die sind aus Plasma. Testet mal die Wasserbindungseigenschaften. Zuerst geht es darum, Wasser ins Frischfleisch einzuspritzen, gepanscht mit Proteinen. Dann verschwindet das Fleischstück in einer Maschine. Eine sogenannte Injektionsstraße. Bis zu dreimal spritzen feine Nadeln Wasser ins Fleisch. Die Einstiche, zunächst deutlich sichtbar, sind im Laden nicht mehr zu erkennen. Mit dem eingespritzten Proteinwasser ist das Fleisch jetzt 15-20% schwerer. Hendrik Hase, der Geschäftsführer unserer Scheinfirma, kann es nicht fassen. Hier wird versucht, Fleisch, was eigentlich kein Wasser halten kann, mit solchen Mitteln zu dopen, um dem Verbraucher irgendwie ein Stück Fleisch in der Pfanne zu suggerieren, was irgendwie Qualität noch haben kann, aber im Grunde genommen ist es nur Wasser, was man brät. Wir filmen weiter mit dem Tablet. Niemand schöpft Verdacht. Der nächste Programmpunkt, Färben. Die Graufärbung des Fleisches fängt ja ab dem ersten Moment an. Wenn ich ein bisschen mit der Hämoglobinfarbe arbeite, färbt das schön das rohe Fleisch. Das ist für Burger sehr interessant. Die Farbe ist ja nur bis zum Verkaufszeitpunkt wichtig. Sobald der Kunde das hat, ist die Farbe dann egal. Und so geht's. Das Hackfleisch wird mit Proteinen aus Blutplasma angereichert und in Burger-Patty-Form gepresst. Dann wird noch einmal Blutfarbe angerührt, dieses Mal für den Bauchspeck. Man gaukelt dem Kunden hier vor, dass er ein besseres Produkt bekommt, weil es abgebraten ist oder abgebacken ist, weil es eine, so wie wir Verbraucher es kennen, vom Garen und Backen eine Kruste bekommen hat. Und in Wirklichkeit ist das im Grunde genommen nur eingefärbt. Das ist eine ganz klare Verbrauchertäuschung. Am Ende des Seminars werden die Erzeugnisse verkostet. Wir wollen wissen, wie erfolgreich ist Sonac mit seinen Produkten? Fast all diese Produkte wurden in Deutschland erfunden. Rund 80% der deutschen Firmen arbeiten damit. Vor allem in den Discountern werden Sie das finden. Wir fragen nach, wo genau. Das weiß ich meistens selber nicht. Vieles wird ja nicht deklariert. Verkaufen unsere Discounter mit Wasser und Schlachtabfällen gestreckte Fleischprodukte? Lidl, Kaufland und Aldi versichern uns, in ihren Fleischwaren würden keine tierischen Proteine zugesetzt. Auch der Bundesverband der deutschen Fleischwarenindustrie weiß von nichts und erklärt: Uns sind keine Fleischerzeugnisse bekannt, die unter Verwendung von hydrolysierten Proteinen tierischen Ursprungs hergestellt werden. Fassen wir zusammen. Keiner will die Proteinpulver verarbeitet und keiner will gestreckte Fleischwaren verkauft haben. Dabei erhöhen die Pulver den Profit und sind nicht nachweisbar. Und Sonac? Auf Nachfrage erklärt der Hersteller, seine Produkte seien sicher und von hoher Qualität. Außerdem müssten die Fleischproduzenten ihre Ware korrekt deklarieren. So bleibt unbekannt, wo die Pulver aus Schlachtabfällen in Wurst und Fleisch landen. Wie hieß es noch? Wir machen aus Scheiße Gold.